Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play. Und ihr wisst ja, ich bin mehr oder weniger jemand, der wo auch langsam schnell gefrustet ist. Das gestrige Let's Play hat mir gar nicht so gefallen und aus dem Grund, weil es mir nicht so gefallen hat, habe ich mir gedacht, geht ja, ich mache heute irgendwas anders. Ich brauche hier noch etwas und ich... Ach, was mache ich denn wieder? Ich möchte euch mit einem kleinen, mit etwas, überraschen. Ich habe mir Gedanken gemacht, ja, was stellst du denn an und was machst du denn? Mich nervt es die ganze Zeit auf der einen Seite mit den Technik. Ich habe es ja gern dabei, aber ich bin halt auch jemand, der wo gern etwas baut und macht und tut und baut und macht und tut. Und jetzt drehe ich mich dann auf rückwärts. Ja, ich weiß. Ups, da ist ja noch ein Baum. Oh, was haben wir denn da? Ja, ich habe da ein klein bisschen was gemacht. Ich habe gemeint, wir bauen uns einen Balkon. Ich sage erstmal nur Balkon. Es gibt noch eine Überraschung heute. Ich verspreche es. Es wird noch eine Überraschung geben heute. Aber die verrate ich noch nicht so. So, zack, 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 zack. Und zwar möchte ich hier rüber dann... Und dann machen wir es dann hier schon. Dann machen wir es 3. Das können wir so lassen hier. Da brauche ich dann diese... Rechts, zack und hoch. Und dann brauchen wir gleich hier. Deswegen habe ich die Eisengitter gemacht. Zack, zack, zack. Ja, wir bauen hier etwas Wunderbares. Etwas Wunderbares machen wir hierher. Habe ich mich so entschlossen, so mal auf die Schnelle. Ich will, dass das optisch ein wenig besser aussieht. Das müsste dann, wenn ich gerade jetzt habe ich nicht gut, das wäre hier, das heißt, du musst weg und du auch, weil du ja hier so kommst, so du kommst hier und du kommst hier und hier brauchen wir, habe ich sowas hier mit dabei, ja, habe ich mit dabei, du kommst hier, zack, du kommst hier, jawohl. Und dann kommt unsere Schaufel, brauchen wir nicht. Die Schaufel brauchen wir heute nicht. So. Ein bisschen ducken, dass wir nicht auf Schnauze fallen. So gewesen. Ja, das ist hier so nicht so. So, 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 so. So, 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 so. Ich muss jetzt hier rüber. Da geht man rüber. Ich habe gar kein Jetpack dabei. Wow. Wieso habe ich kein Jetpack denn? Der ist leer. Der ist leer geworden vom viele, viele Fliegen. Oh, wieder lädt. Ja, dam, dam. Und abwärts und rückwärtsgang rein. Und du musst hierher und du gehst wieder vorwärts. Und jetzt machen wir hier rüber von die Zäunchen. So. Ja, da muss ich mir nur überlegen, wie ich das mache. Kann ich da eigentlich? Brennt da nichts ab? So, machen wir so. Wie mache ich hier weiter? So. So.
Dann habe ich gesagt, brauche ich 5. Aber das ist noch zu wenig. Die müssen ja hierher kommen. 5 brauchen wir hier. 5. Nehmen wir mal Assessoren für 5. Ja, das passt. 5 so brauchen wir. 5, jetzt 5. 5 brauche ich jetzt. 5, das da brauche ich. Das da, was ist das? Und dann könnt ihr erraten, was ich mache heute. Zack. Das brauchen wir. Warum brauche ich das? Ich brauche es hier. Ich brauche das hier. Ich brauche das hier. Ich brauche das hier. Ich brauche es hier. Oh, stopp. Kein Rückwärtsgang rein. Muss ich gucken. Ah, so, so. Ja, 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 ja. Was baut er da? Was baut er da? Was werde ich da bauen? Ja, 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 ja. Wieso geht das wieder nicht? Halt, ich muss da her. Und dann brauchen wir das hier. Wieso machst du das nicht heute, was ich will von dir? Bin ich ganz neben der Cup? Ah, so, okay. Okay, okay. Wenn du nicht so willst, wie ich will, na, geh da hoch. Das kommt hierher, das kommt daher. Das brauchen wir nicht mehr. Ich brauche dich. So. Und dann brauche ich dich hier und dich hier. Hier. Dich brauche ich hier oben. Ah, so scheiße. Deswegen habe ich das nach unten gesetzt. Ah. Jetzt weiß ich, wo mein Problem lag. Das muss hierher. Das muss hier unten hin. Du musst weg. Und wo ist die Axt? Die muss hierher. Da war mein Problem. Du musst hierher. Du musst weg. Dich brauche ich. Hampfti Bampfti brauchen wir nichts. Du kommst hierher. Das brauchen wir hier. Und das hier. So, zack, 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 zack. Jetzt sieht es aus, so wie es sich gehört. 1, 2. Jetzt muss ich mal gucken, lang das, wenn ich hier nur. Nein, das geht nicht, habe ich mir halber gedacht. Das heißt, ich muss hier dich wegmachen. Dich da unten hinmachen. Ich mache mal provisorisch so her. So, und jetzt kommst du hier. Hier, hier. Das gibt es nicht weiter. Es macht nicht weiter. Zack. Zack, zack. Und jetzt gehen sie. Ja. Was, für was steht ein H? Für was könnte ein H stehen und was habe ich gemacht? Hä? Falsch. Das habe ich nicht gemacht.
Das habe ich auch gemacht, aber das war ein Fehler. So. 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 Ach so. Hallo, was machst du denn da wieder? Was machst du da wieder? Das brauchst du doch gar nicht. Du kannst das so machen. So. Tja, ja, ein Haar. Und jetzt wird schon wieder dunkel und wir gehen ganz schnell schlafen. Schlafen. Und nach dem Schlafen. Nach dem Schlafen. Nach dem Schlafen. Machen wir da hoch. So, auf in die Falle. Zack, Schlafenrunde. Und dann. Sieht es von außen aus, da sieht man gar nichts, gell? Ich habe mir gedacht, ja, wir machen da ein H hin, weil H super aussieht. Heldenhaft, für H steht für heldenhaft. H steht auch noch für andere Dinge. Wenn man zum Beispiel zu seiner Workbench geht, klickt da drauf und macht mit dem H ein U, ein U. Und dann ist es dein Boot. Wenn ich jetzt hier klicke, was passiert dann? Wenn ich hier klicke und einen Baumstamm setze, dann, was ist das? Das ist ein THX-Helikopter. Und dieser Helikopter gehen wir jetzt raus. Mit diesem Helikopter gehen wir raus. Und setzen uns auf unser H. Schon haben wir eine THX 018 Helikopter. Den brauchen wir, weil ich immer so oft auf die Schnauze fliege. Da kann man einsteigen. So. Mit Space kann man Gas geben, da fliegt er hoch und dann fliegen wir runter. So, mal drehen. Und hoch. So. Natürlich sieht es unten jetzt alles noch ein bisschen fertig aus da, weil es nicht so ist, wie das soll. Können wir unsere ganze Gegend hier angucken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, machen wir uns da unten. Weil wir ja jedes Mal unser Problem haben mit hier runterkommen, dann möchte ich auch gerne nochmal den ein oder anderen Gummibaum da unten pflanzen. Hier jedes Mal die Creeper-Angriffe gingen mir auf den Keks, wenn ich draußen rum musste. Und haben wir gedacht, ja, wo ich ja beim Stöbern war, wieder mal, und irgendwelche Updates zu finden, bin ich da drauf gekommen auf den Mod, wo ich da gefunden habe, und Pferdchen, halt, was machst du? Hoch, vorwärts, so, rückwärtsgang, so. Und vorwärts. So. Schön parken. Mit Y steigt man aus. Da steht unser Heli. Na? Hallo? Ich weiß bloß nicht, wie man wieder einpacken kann, weil einpacken geht nicht so einfach. Dann fliegt nämlich alles in die Luft. Das habe ich gemacht, gerade vorhin. Ich bin auf dem Dach gelandet, bei unserem Dach da oben, und habe dann zwei, dreimal mit der Spitzhacke hingeschlagen. Und dann, mit X soll es normalerweise abwärts gehen, das macht er aber nicht. Wir dürfen halt bloß nicht anschucken, dann springt er nicht weg. So, hier außenrum soll nochmal die Schrägen. Oder mache ich nochmal außenrum? Erst einmal kommen hier die Schrägen hin. So, so. Und hier kommst du her. Nein, nicht so. So.
Nein! Oh. Ich hab doch kein Jetpack dabei. Wie komme ich jetzt da runter? Indem ich ins Wasser springe. Ich sag's auch noch, ich flieg so oft auf die Schnauze. Boah. Ja, wie ihr sehen könnt, hier habe ich angefangen, alles zu neu zu machen. Das heißt, hier unten die Bäume gepflanzt, die vergrößert, verlängert, damit die Musik ich einmal weiterschalten kann. So, ein bisschen ruhigere Musik, damit das Ganze hier oben auch optisch dann auch reinpasst in das Ganze. Hier unten sieht es nicht so ganz schön mehr aus. Also was heißt nicht ganz schön, es fällt niemandem auf, aber durch die Schiebetür, die musste ich ja irgendwie da unten reinbasteln, ist da der Baum ein klein bisschen größer. Es fällt nicht so auf. Wer es nicht weiß, aber ihr wisst es jetzt alle, weil ich ja hier unten drunter die Schiebetür reinmachen müsst habe irgendwie. So. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Und dann habe ich, das machen wir geschwind auch, werde ich sagen, bevor wir hier was rummachen. Ich gehe jetzt erstmal hierher, hol das hier raus. Und dann wollte ich mit E das hier schnell rausholen. Und dann mal hier reinlegen, das wird ja bis dann voll, wenn wir das wiederholen. Hallo? Keine Ahnung, was da jetzt nicht in Ordnung ist. Wir gehen zu unserem... Ich habe den Miner nicht mehr gefunden. So viel zu dem Thema. Der Miner ist weg. Warum er weg ist, weiß ich nicht. Ich habe einen neuen ercheatet. Und habe dann auch dort oben... Dort oben beim nicht dort oben. Ich habe den ercheatet und habe auch einen Junkloader Block wieder dort oben hin gemacht. Könntest du mal ein bisschen höher fliegen? Oder muss ich jedes Mal anhandeln? Habe den Miner versetzt, habe ihm bei sich in der Nähe so einen Junkloader Block, das seht ihr jetzt ganz genau bei, da drüben steht der Miner, da hat er schon einmal abgebaut, wo M steht, das funktioniert beim Rumbauer und hier ist ein Junkloader Block, der wo dann das Ganze abhebt. Achso, habe ich nicht gezeigt, Achtung, mache ich mal was anders, rechte Maustaste, so sieht man gar nicht. Oh, hat Bumm gemacht, habt ihr das gehört? Aber ich schieße nicht auf meinen Miner. Schießen wir da. Oh, gut. Ups. So. Schön da bleiben. So, wo ist unser Miner? Der hat sich hier eingegraben. Der hat keine Batterie mehr. Also dann nehmen wir mal, der die sagen, die... Was ist denn voll? Wir nehmen die Sache da mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Die Kohle nehmen wir auf alle Fälle mit. Das nehmen wir auch mit. Ist noch was mit 64? Ja, die Nikolaid, die nehmen wir mal mit. Und den Rest... Den lassen wir noch drin. Dann tun wir das hier raus, das hier rein. Und er arbeitet wieder, so ist brav. So, gehen wieder zu unserem Heli. Rechtsklick, steigt man ein und hoch mit ihr. Das Schöne ist, der kostet keinen Strom, der kostet kein Benzin und man kann immer auf seine Welt rumfliegen. Und ihr fragt euch jetzt alle, ja, wie
mache mir das Ding jetzt auch rein, was du da hast. Ja. Also, es ist normal ganz einfach. Und zwar kann ich das jetzt kurz auf die hier so erklären, auf die Schnelle. Und zwar den THX-Mode mache ich einen Link rein. Aber sichert euch bitte zuvor euer komplettes Minecraft, bevor ihr jetzt das macht, was ich jetzt euch hier nur so mit ein paar Worten sage. Und zwar müsst ihr euch den, was nicht installiert ist, weil wir das nicht mehr benötigt haben, den Modloader MP. Modloader MP, also noch einmal, Modloader haben wir installiert. Aber wir haben nicht mehr installiert in unserer Minecraft-Jar, und da kommt der rein, den Modloader MP. Benutzt bitte den Modloader MP, den Link, den wo es auch gibt, da wo es den THX-Mod, den Link setze ich hier in die Videobeschreibung rein. Und ich muss mal schauen, wie ich das hier umstelle. Ich stelle jetzt mal den Zaun kurz ab. Also Modloader MP von der THX-Seite, wo ihr auch den Mod bekommt für den Hubschrauber. Runterladen, Minecraft Jar öffnen mit WinRAR, den Modloader MP. Bitte Achtung, nur diejenigen, die auch das alles gemacht haben von meinen Tutorials, die machen das so. Den Modloader MP in die Minecraft Jar gerade reinschieben. Öffnen, reinschieben, fertig. Und danach braucht ihr nichts weitermachen wie nur diesen Mod von dem THX in euren Mod-Ordner, und schon müsste das Ganze funktionieren, weil der vergibt sich automatisch. Der Mod, der Helikopter-Mod, der gibt sich automatisch eine eigene freie ID. Das heißt, ihr braucht da nichts mit IDs rumzuspielen. Das Grundproblem ist ganz einfach nur der Modloader MP, der wo zuerst in die Minecraft-Jar muss. Wenn ihr nämlich Probleme habt oder irgendwas anders gemacht habt, wie jetzt was, und ihr schiebt den Modloader MP da rein, dann kann es sein, dass nämlich euer Minecraft gar nichts, deswegen vorher eine Sicherung von eurem ganzen Minecraft-Ordner. So. Ich würde sagen, das war's. Ich würde Hanna wahrscheinlich das selber fertigstellen vollst. Also diese Plattform hier werde ich selber vollst fertig machen. Und morgen habe ich mir gedacht, basteln wir hier unten uns ein bisschen rum und werden uns hier unten auch eine Landeplattform machen für unser Helikopterchen. So, also für meinen Helikopter, mit dem, wo ich hier in der Gegend rumfliegen kann. Und jetzt wird es schon wieder abends. Und ich sage, Moment, drehen wir rum. Bis hier das letzte Bild. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao, ciao, euer Olli. Halt, und wenn ihr noch Probleme habt, der ein oder andere, dass ich doch ein Mini-Tutorial schnell auf die Schnelle machen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich ein Tutorial sozusagen, Update. Ach, noch einmal für das Ganze drum und dran. Ich sage jetzt auf alle Fälle ciao. Ich wünsche euch noch eine angenehme, heiße Zeit. Ich schwitze wie ein Otter. Ciao, ciao, euer Olli.